Dieses Kinderbuch erzählt die Geschichte eines Traumes. Es ist der Traum von Manuela Blim und ihrem Mann, die sich seit Jahren für behinderte und kranke Kinder sozial engagieren. In ihrer Wohnung erzählt uns die Jenbacherin, wie sie auf die Idee eines Auszeithauses für Familien mit kranken Kindern gekommen ist. Jahrelang kümmerte sich Manuela um ihren kranken Vater und opferte neben ihrer gesamten Freizeit auch ihre Gesundheit. Mein Papa ist eigentlich vom Erwachsenen wieder zum Kind geworden. Und ich habe gemerkt, wenn die Mama und ich gepflegt haben, du kommst emotional und körperlich ziemlich an die Grenze. Es war nicht nur so, dass der Papa krank war, sondern ich und meine Mutter auch. Und ich habe mir oft Gedanken gemacht, wie ist das eigentlich in der Familie, wenn du ein Kind hast, ein krankes Kind. Das muss ja ganz schlimm sein. Und ich habe mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und denke, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten für Eltern oder für Familien? Wo gehen sie hin? Und vielleicht oft einmal, wenn man körperlich fertig ist und sagt, du, ich kann jetzt nicht mehr, ich bin schon so an der Grenze, packen wir unsere 7 Sachen zusammen und fahren dahin. Und das war natürlich eine tolle Möglichkeit, dass wir ein Haus in Tirol bauen, wo die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern hinfahren können. Mit dem kranken Kind, mit den Geschwistern, alles zusammenpacken und als Familie wieder gestärkt zurückkommen. Und genau das machen die kranke Ina und ihre Familie in dem Buch. Sie besuchen Holzzweck in seinem Auszeithaus, wo sie wieder gemeinsam Energie tanken können. Den Traum eines solchen Hauses will Manuela nun verwirklichen. Holzzwecke ist Tiroler Mundart und bedeutet so viel wie kleine Holzlatten. Passend dazu sollte es ein kleines Bauernhaus mit Garten sein, das man mit vereinten Kräften zum Auszeithaus umbauen kann. Dazu braucht es natürlich einiges an finanzieller Unterstützung, aber auch tatkräftige Mithelfer sind gerne willkommen. Was mir ganz wichtig war, das waren einfach Menschen, Frauen oder Männer, die was mir unterstützen würden. Weil unser Verein besteht jetzt seit einem halben Jahr und im Großen und Ganzen mache eigentlich ich alles ganz alleinig. Ich schaue wegen Sponsoren, ich mache die bisschen Werbung und wieder Kontakte knüpfen. Aber es wäre natürlich toll, wenn ein paar Leute mitarbeiten würden. Wer sich ein Holzzwecki-Buch für 10 Euro bestellen will, kann dies unter www.holzzwecki.at tun und Manuela damit bei der Verwirklichung ihres Traumes helfen.